Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal nach wie vor in unserer Hauptstadt unterwegs und haben die Industrie mal ein bisschen auf Vordermann gebracht, sag ich mal. Und wir waren beim letzten Mal am Überlegen, ob wir uns hier eine Eisenbahn anschaffen in unserer Stadt. Was ich prinzipiell eigentlich für eine gute Idee halte, aber dann würden halt einige Gebäude wegfallen. Bürogebäude hier. Was? Nein, 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 nein. So, wie gesagt, was ich eigentlich sehr gut finden würde. Aber, wie gesagt, das muss geplant werden. Weil wir brauchen nämlich auch einen Flughafen. Boah, schaut euch das, dieses Gebäude da an. Am Golfplatz, ja, okay. Schaut euch mal dieses Gebäude an. Das sieht schon krass aus, ey. Heftig. Heftig cool. Das Hogan. Geiles Gebäude. So sieht richtig geil aus. So. Wir müssten nämlich dann tatsächlich... Ja, das ist blöd, ne? Weil ich schaue euch das an. Das hier sieht schon echt cool aus. Da würden dann einige Gebäude wegfallen. Wow. Die Musik, ey. Weil ich würde uns nämlich dann tatsächlich ein Passagiernetz aufbauen. Und die Frage ist halt, wie ziehen wir jetzt die Schienen? Na, wie ziehen wir da die Schienen durch? Oder sollen wir es doch erstmal auf eine U-Bahn beschränken, Freunde? Eine U-Bahn ist einfacher. Aber eine Eisenbahn hätte auch was. Erhöhter Schnellverkehr. Das hätte auch was, ne? So eine Hochbahn. Und die Hochbahnstationen, die sehen so aus und brauchen nicht viel Platz. Wisst ihr was? Wir bauen eine Hochbahn. das sieht so cool. Das sieht schon cool aus. Wir bauen einfach eine Hochbahn, Freunde. Die Hochhäuser werden ja so angezeigt, genau. Okay, das heißt, wir können tatsächlich eine Hochbahn hier so durchziehen. Lasst uns das angehen, Freunde. Wir bauen uns eine Hochbahn. Ja, obwohl. Die Bücherei da steht im Weg. Verdammt nochmal. Weil ich will nämlich auch kein Hochhaus abreißen dafür, aber. Tut es. Komm. Ah, kann ich nicht, wegen dem Park da. Das ist jetzt die Frage. Sollen wir hier anfangen? Warte, da muss ich jetzt gerade echt mal überlegen, Freunde. Ja, ihr mit euren Gewerbesteuern. Ja, dann... Wartet mal. Dann setzt mal die Gewerbesteuer ein bisschen runter. Es kostet ja nicht so viel. Ja. Bin jetzt echt am Überlegen, wie wir die Hochbahn hier hinkriegen. So. Wie kriegen wir die Hochbahn hier hin? Wir können... Wartet mal. Wir müssen ja nicht am Rand anfangen. Wir haben auch eine Monorail, ne? Monorail sieht so aus. Was ist besser? Hochbahn oder Monorail? Das ist die Frage, was kostet die Hochbahn? Die Monorail kostet 1 Dollar pro Abschnitt. Die kostet auch 1 Dollar pro Abschnitt. Eine Hochbahn kann man mit einer U-Bahn verbinden, eine Monorail nicht. Was sollen wir am besten jetzt machen, Freunde? Da bin ich jetzt echt gerade ein bisschen überfragt.
Lieber eine Hochbahn, würde ich sagen. Aber wo fangen wir da an? Ich würde sagen, wir fangen hier komplett einmal durchziehen. Ja. Dann fallen halt einige Gebäude weg. Tu es. Zack. So, Bandagenblues. Warum? Wartet mal. So. Wartet mal. Mach mal Pause hier. Mach mal langsam. Warum? Was ist mit euch? Ihr seid doch schon voll hier. Ah, viele Patienten. Ne? Okay. Wir brauchen doch ein Krankenhaus. Alles klar. Oh Gott, das wird aber teuer. Aber ist halt notwendig. So, genau. Gut. Dann können wir einmal die Hochbahnstation bauen. Weil die können wir dann tatsächlich hierhin. Hierhin. Einfach an die Straßen bauen, Freunde. Damit die Leute die auch schön nutzen, diese Hochbahn. So. Weil das ist jetzt eine gute Investition, finde ich. Dass wir jetzt hier so eine Hochbahn haben, Freunde. So, dann verbinde das mal. Hört auf zu demonstrieren. Ich hab euch jetzt ein neues Krankenhaus verpasst hier. So, und dann müsste man ja... Dann müsste man ja theoretisch auch noch hier unten... nach unten gehen können. Aber ich denke mal... Haben wir jetzt hier diese Schnellstrecke? Wird das genutzt? Mach mal wieder schneller, bitte. Epidemienforschungszentrum. Monatlich, ja, mach das mal. Epidemienforschungszentrum ist immer gut. Kann man auch aktuell gebrauchen. Gut. So. Patienten. Oha, ja, das ist gut. Alles klar. Dann. Mal gucken, ob das genutzt wird. Ja. Das wird tatsächlich genutzt. Schaut euch das an. Das wird tatsächlich genutzt hier. Sehr schön. Das heißt, wenn wir dann Lehrer drohen mit Streik. Wenn wir dann hier reingehen, sehen wir hier tatsächlich dann die Bahnen wahrscheinlich irgendwo rumfahren, ne? Das sieht schon cool aus, diese Hochbahn, finde ich. Es wird genutzt auf jeden Fall. Das ist gut, Freunde. Dann müssten wir ja eigentlich dann auch das Fahrgeld, ne? Verkehr. Das Fahrgeld, ja, erhöht sich, okay. Die Lehrer drohen jetzt mit Streik. Dann macht die Bildung halt hoch. Ach du Scheiße. Ja gut, dann haben wir da eine Hochbahnverbindung. Bis zu diesem Haus hier. Alles klar. Wo kommt ihr her? Ah, hier, okay. Auto. Arbeiter? Hier. Auto, Bus, Hochbahnzug. Sehr schön. Also die Hochbahn wird tatsächlich genutzt. Das finde ich gut. Alles klar. Oh, wir brauchen Schwerindustrie. Warum brauchen wir denn jetzt Schwerindustrie? Gut. Das heißt, hier können wir dann die Schwerindustrie nochmal aufbauen lassen. Nein. Diese Kack-Umweltschützer, ich hasse sie. die Wasserpumpe. Ja, komm. Ihr nervt damit echt. So. Aber nun gut. So, sollte jetzt wieder klappen. Es klappt wieder, sehr gut. Wir brauchen Schwerindustrie. Gut, einfach ein neues Feld aufmachen. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Oh mein Gott. Ui, okay, Feuerwache. Da brennt es, Freunde. Einfach eine Feuerwehr hinbauen. So.
Alles klar. So. Das ist die Art, wie ich hier Brände lösche in SimCity. Ist halt so. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Projekt, was euch gefällt, nehme ich an. Finde ich gut, weil mir gefällt es auch. Und ja, dann machen wir mal weiter. Wie gesagt, es macht mir jetzt auch sehr viel Spaß hier mit dieser ganzen Hochbahnplanung und alles. Straße, Platz, Verkehrschaos. Da unten, ne? Das wäre cool, wenn wir hier eine Hochbahn hinkriegen könnten. Das wäre sogar möglich. Wartet mal, das wäre sogar möglich, wenn wir hier die Hochbahn machen. Ja, ist halt kacke. Da dann die Gebäude verlieren, aber auf die Zukunft gerichtet, ist das wirklich eine Investition jetzt? So, Freunde, mach die Gebäude weg und mach hier eine Hochbahn hin. Ich würde vorschlagen, dass wir die dann auch direkt runterziehen komplett. Hier hin. So. Es tut mir leid, wenn jetzt die Gebäude verlieren, aber wir brauchen halt diese Hochbahnen. So, Freunde. Damit wir hier ein bisschen mehr Kohle kriegen und ja, ein bisschen weniger Staus haben. So, Freunde, da haben wir jetzt eine Hochbahn hier unten. Das sieht doch cool aus, oder? Das sieht doch cool aus. Alles klar, dann baut euch mal bitte wieder auf. Industrie, wie schon wieder. Warum? So, Freunde. Alles klar. Dann prüfen wir mal die Stationen. Oh ja, schaut euch das an. Momentane Nutzung. Genutzte Kapazität. Das ist schon ordentlich, wie das hier genutzt wird. Hey, finde ich gut. Freunde, finde ich gut. Sehen wir hier die Züge vielleicht? Es wird sehr gut genutzt, muss ich sagen. Also im Verkehr. Fahrgeld steigt. Finde ich sehr gut. Ja. Dann haben wir jetzt eine funktionierende Hochbahn. Finde ich gut, Freunde. Dann zieht euch mal wieder die Gebäude hoch hier. Ah, warte mal, ich muss mal gerade kurz meine Augen zumachen. Meine Augen tun ein bisschen weh. Es geht jetzt doch gerade schon Richtung Ende der Aufnahmesession. Aber, wie gesagt, das Spiel macht mir so viel Spaß. Da kommt ein Bürogebäude. Jetzt können wir nämlich auch langsam an diesen Flughafen mal denken. Aber ich würde vorschlagen, erstmal nochmal ein Wohngebiet. Was haben wir denn hier für einen Bug? Das ist... Ah ne, das ist kein Bug. Das ist nur eine Plaza. Okay. So, einmal 6x6 Wohngebiete. Mit Hochbahnanbindung. Oder? Wo ist die Hochbahn? Da ist die Hochbahn, genau. Mit Hochbahnanbindung, Freunde. Sehr cool. Finde ich gut, dass wir das einführen konnten. Weil das wird uns helfen. Da bin ich mir sicher. So, dann hier... Hier und hier unten eine Bushaltestelle. So, dann können wir die Wohngebiete schon mal hochziehen. Aber ein bisschen langsam. So, hier und hier. Mehr Leute sind natürlich immer gut. Die zahlen mehr Steuern und bringen da dementsprechend Kohle rein. So. Wasser müssen wir ein bisschen verlängern, die Rohre. Okay, nicht schlimm. Kriegen wir hin. Ja, wobei, das kostet... Ja, minimal, okay. Minimal mehr. Gut, wenn die Bewohner dann jetzt kommen gleich. So, mach mal. Baut mal auf hier. Oh, schaut euch das an. Spirituell auf der Suche nach neuem Haus. Noch eine neue Kirche. Eine neue Kirche, ja, mach die mal mitten in das Wohngebiet rein. So.
Oh, die Häuser werden kleiner, aber dafür hier größer. Alles klar. Und schon haben wir aber auch die Finanzprobleme jetzt wieder hier. So, zack. Gelöst. So. Jawoll. Sehr gut. Dann brauchen wir hier wieder Schwerindustrie schon wieder. Ja, okay, dann... Parks, mal ein paar Parks hier hin machen. Damit schönere Gebäude kommen. Genau. So, und dann hier auch nochmal. So, zack, zack, zack. Industrie braucht Platz zum Wachsen, ja. Brauchen wieder Wasser. Okay, wir brauchen wieder Wasser. Nachbarschaftshandel. Wasser. So. Gesundheit und Bildung. Gesundheit, die Bildung. Ah, nochmal abbrechen. So. Ui, ein neues Gebäudetyp wieder hier. Hunsinger Apartments. Sehr cool. Das ist wirklich nice, muss man sagen. Lehrer. Ja gut, da können wir jetzt auch die Bildung dann hochschrauben. Genau. Zack. So. Jetzt haben wir Papiertiger vereint für wichtige neue Regierungsstruktur. Die Beamten feiern der ganzen Stadtbürgermeister. Wir haben ein neues Büro der Bürokratie für die städtischen Angelegenheiten erhalten. Ihre Art zu feiern ist zwar etwas seltsam. Sie veranstalten Bleistiftduelle und Räusperwettbewerbe. Aber immerhin feiern sie. Das ist die Hauptsache. Ein Bürokratiegebäude. Ja, mach das mal, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber mach einfach mal. So. Industrie. Ja, passt doch, Freunde. Das Wirtschaftswachstum passt. Als nächstes würde ich tatsächlich gerne diesen Flughafen mal angehen. Wenn wir genügend Plus haben in den Einnahmen. So, Straßenplatz aus allen Nähten. Diese schon wieder hier. Ah, das ist eine andere diesmal, ne? Das ist diesmal eine andere. In der Nähe von einer Hochbahnstation tatsächlich. Ja, dann mach hier nochmal eine Bushaltestelle hin. Hollywood. Ein Film. Hollywood kommt nach Sebitown aus nächster Nähe. Vielleicht sind sie bald schon in einem mit einigen Filmstars per Bürgermeister. Sieht aus, als wäre der Charme unserer Stadt dem Filmgeschäft und dem Geld, das darin steckt, nicht entgangen. Denn in der Stadt soll es ein großes Filmstudio gebaut werden. Ja, üben Sie schon mal für das Casting. Ich habe gehört, dass für die Rolle eines charismatischen Bürgermeisters noch jemand gesucht wird. Ja, können wir gerne machen. Boah, guckt euch diese Bushaltestelle an. Das wird genutzt. Aber hallo, Freunde. Monatliche Unterhaltskosten 5. Ja, okay. Filmstudio. Ja, machen wir mal. Das ist das Zweitligastadion. Ey, stimmt, ein Fußballstadion können wir auch doch bauen, ne? Meine Güte, wir können so viele Sachen bauen. Fußballstadion. Das ist cool. So, dann haben wir hier. Oh, der große Sport in Sebitown und Stadion für die erste Liga vorgeschlagen. Unsere Sportfans sind wahre Fanatiker und es gibt ziemlich viel von ihnen in Sebitown. Deshalb wurde uns ein brandneues Stadion der ersten Liga angeboten. Die Sportverrückten in jeder Ecke der Stadt jubeln über diese Aussichten. Hört sich an, als ob sie hier auch pumpen könnten. Das ist aber sauteuer. Sauteuer. Wir kümmern uns erstmal um dieses Filmstudio. Andenkenladen. Das ist nochmal was anderes, ne? Aber das kann man ja gut hier, diese Lücken bauen. Da passt das doch perfekt rein. Andenkenladen. Bringt das was rein? Lama-Sprung-Distanz. Was? Oh Mann. Ja, alles klar. Hochbahn. Wird auch sau genutzt. Schaut euch das an. Wie krass das genutzt wird. Unsterblicher Bürgermeister. Noch eine Bürgermeisterstatue. Meine Güte, es geht gerade ordentlich voran hier.
Wo war denn die andere Lücke? Hier ist die andere Lücke. So. Zack. Alles klar. Und wenn wir Glück haben, sehen wir gleich die Bahn hierher fahren. Oder? Warum sehen wir hier keine Bahnen herfahren? Es wird doch genutzt. Ah, okay. Dann halt nicht. Auf jeden Fall wird das genutzt, was sehr gut ist. Auf jeden Fall. Gut. Ja, hier nicht so viel, weil es weiter außerhalb ist, aber... Wartet mal, können wir doch... Ah ne, da ist doch schon eine Station da. Da ist doch schon eine Station hier. Wie sieht's hier aus? Kein Job. Ja, okay. Ah, guckt mal. Da fahren sie. Schaut euch das an, die Hochbahn. Da fahren sie. Da habt ihr gerade eben mal die Hochbahn gesehen. Das sah cool aus. Da fährt wieder eine. Guckt mal. Da fahren sie tatsächlich. Die sehen aus wie die New Yorker U-Bahn, ne? Wenn euch die anguckt. Die sehen aus wie die New Yorker U-Bahn. Ja, richtig cool, ey. Busse fahren auch. Also der öffentliche Nahverkehr hier ist wirklich sauber. Schaut euch das an. New Yorker U-Bahn. Cool. Alles klar. Das heißt aber auch, dass wir jetzt wieder Gewerbe brauchen. Wir brauchen Gewerbe. Aber ich meine, diese Sachen, so können wir ja so eigentlich laufen lassen erstmal. Ich meine, die bauen ja, das ist ja jetzt nicht so, als würden sie nichts machen, die Bürger, ne? Licht an, sind zufrieden. Wimmelt es von Gelehrten, ja. Wer sauber sein will, muss zahlen, was? Noch mehr Müll exportieren, oder was? Ach so, Müll. Ja gut, dann mach mal Müllexport. So. Genau. Mülllagerung ist ein Ende haben, ja. Ist okay. Alles klar. Gut. Wohnungen haben wir zu viele. Okay. Schwer und herstellende Industrie brauchen wir. Na gut. Dann gehen wir nochmal oben in die nächste Industriestadt hier. Und gucken uns das einfach mal an. Hier so. Aufbauen. Los, aufbauen. So, wunderbar. Ja, Freunde. Dann freue ich mich, dass mal wieder dabei seid, wie gesagt. Ja. Nach wie vor an diesem Sonntagabend unterwegs. Ich bin gerade ein bisschen fokussiert hier tatsächlich. Liegt aber auch daran, dass im Moment... Ja, was soll ich dazu sagen? Im Moment ist halt ein bisschen eine schwierige Zeit auch für mich, ne? Ich bin selber nur so halb betroffen von dieser ganzen Krisenlage. Aber das drückt schon ein bisschen auf die Stimmung, muss ich sagen. Deswegen fällt mir gerade nicht so viel ein, was ich hier noch quatschen kann mit euch. Aber das wird sich regeln, denke ich. So, Freunde. Sind die dort angebunden? Nee, die sind nicht angebunden. Was macht ihr denn? Wie baut ihr denn auf hier? So, macht das mal so, zack. Alles klar hier, so. Wunderbar. Warenstau. Was hat es denn mit dem Warenstau auf sich? Bürgermeister, wenn unsere Produkte nicht vom Fleck kommen, kommt auch kein Geld zu uns. Unser... Ja, okay. Aber das brauchen wir hier gar nicht. So. Wir brauchen einfach diese Arbeitsplätze für die Hauptstadt. Genau, für die Hauptstadt, Freunde. Damit wir hier jetzt mehr Kohle kriegen. Genau. Oh, die Umwelt. Oh, die Umwelt. Gibt die Umweltverschmutzung in verschiedene Verschmutzung, die Schwerindustrie, Bauernhöfe und Giftmülldeponien. Mülldeponien, den ganzen Abfall der Stadt. Ja, aber Müll exportieren wir ja schon. Alles klar. Wow, was ist denn das? Das sieht auch cool aus. Ryan Apartments. Oha. Oha. Feuerwehr. Hochbahnzug. Guck mal. Hochbahnzug 258. Bus 600.
Ja, der öffentliche Verkehr, der floriert, würde ich sagen. Fahrgeld 600. Ja, das passt doch. Ich würde sagen, wir können auch mal so dreist sein und noch mal ein paar Mautstationen aufbauen. Was haltet ihr denn davon? Ja, dann macht das doch einfach mal hier. Aber nicht in die Nähe von den Wohnhäusern. So, dann hier noch. Ne, da ist schon eine. Hier. Dann nochmal hier. An den Gewerbegebieten halt, ne? Weil wenn Verkehrsstau ist, dann bleiben die Leute auch stehen, um was zu kaufen. Denke ich mir immer. So. Gut. Maut. Ja. Mhm. Genau, weil da kriegen die Gewerbegebiete nämlich auch mehr Kunden. Oh, da sind jetzt zwei hintereinander. Aber gut. Gut. Ja. Das passt dann erstmal, würde ich sagen. Lass mal laufen. Ja, schaut euch das an. Die kriegen so viel Kohle von dem Verkehr rein. Die Maut. Die Maut alleine, 1400. So, dann können wir uns jetzt mal um den Flughafen kümmern. Was ist das? Noch eine Bürgermeisterstatue. Okay, ich wollte mich gerade um den Flughafen kümmern. Alles klar. Flughafen. So. Ich würde sagen... Ich weiß nicht. Oder ich lieber hier hin. In der Nähe von der Hochbahn. Lieber hier hin. Obwohl, dann wohnen die Leute in der Nähe von dem Flughafen. Aber ist okay. So, zack. Tagungszentrum, ein kommerzielles Ass. Bürgermeister Lein sieht den Geschäftsleuten ihr Gehör. Sie meinen, dass Sebitown nicht wirklich auf Unternehmen und Reisende eingestellt ist und sie sind absolut überzeugt, dass wir hier ein Tagungszentrum benötigen, um Reisende und deren Geld anzuziehen. Können wir uns gerade nicht leisten. So. Aber wir haben ja einen Flughafen, Freunde. Die Frage ist jetzt halt... Wartet mal. Die Frage ist jetzt, was bringt der? Maximale Kapazität genutzt. Das wird aber genutzt. Schaut euch das an. Das wird genutzt, der Flughafen. Arbeiterfußgänger, ja. Wir brauchen aber Geld... Wir brauchen dringend Geld. Sorry, Leute, aber ich muss euch im Gewerbe wieder die Steuern erhöhen. Es geht nicht anders. Wir brauchen dringend wieder mehr Geld. So. Sorry, Leute. Ihr habt jetzt den Flughafen gekriegt. Und dafür brauche ich euer Geld. So. Alles klar. Ja, dann können wir das theoretisch nochmal laufen lassen. Ja, sehr gut. Ja. So. Jetzt ein... Wie? Sims Hohlköpfe. Warum das denn? So, warten wir erstmal ab, wie sich der Flughafen jetzt auf die Finanzen auswirkt. Was? Und dann sind wir schon wieder bei 29 Minuten? Oha, wie krass. Na gut, okay. Okay. Industrie schon wieder. Ja gut, aber... Finanzsituation passt, denke ich. Ah. Mal minus 200, 100 bis 200 plus, ja. Es ist jetzt gerade so... Grenze. Wartet mal, ich hab noch eine andere Idee, so als letzten Atemzug hier. Noch mehr Mautstationen. Machen wir einfach noch mehr Mautstationen hier hin. Aber nicht... Ja, wobei, doch hier. Da? Nee. Warte, wo können wir denn die Mautstation hier machen? Hier können wir eine hinmachen. Hier unten auch. So, sehr gut. Weil wir brauchen Geld. Das geht gar nicht anders. Wir brauchen Geld, Freunde. Wir brauchen einfach Geld. Gut, Mautstation. Da oben ist eine. Hier unten können wir noch eine hinmachen. Jawohl. Ja, doch, hier. Gut.
Dann haben wir hier wieder Häuser. Aber die Häuser sind auch wieder so lange Pendelstrecke. Warum eine lange Pendelstrecke? Ja, alles klar. Lassen wir nochmal laufen. Jetzt passt das doch, Freunde. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Also wir müssen hier tatsächlich auf den grünen Zweig kommen. Das geht gar nicht anders. Dann bauen wir hier nochmal eine Mausstation hier hin. So, zack. Einfach alle 10 Meter eine Mausstation. Ja, was soll man da, was soll man machen? Das ist halt... ist halt nötig. So, hier noch eine. Alles mit Mautstationen zu pflastern, eh. Na gut. Dann hier oben noch eine, genau. Dann da noch eine hin. Das ist nämlich auch Teil unseres Konzeptes dann. Der Maut. So. Da würde ich sagen, als letzte Aktion tatsächlich, ziehen wir den Leuten hier nochmal ein Gewerbegebiet hin. 5, 6, 7, 8. Okay, so, zack hier. So. Ein paar Grünflächen. So. Dann haben sie da oben eine Station. Sehr gut. Und dann, Bushaltestellen sind alle da. Dann können wir aufbauen, Freunde. Hier noch die Hochbahn. So, genau. Und dann die Gewerbegebiete hochziehen. Genau, dann geht's mal los. Ach, was ist das denn? Leicht bebaut, so ein Quatsch. Oh, dicht bebaut. Brauchen viele Büros hier. So, viele Hochhäuser. Alles klar. Ja, dann aufbauen. Zack. Wunderbar. Sim freuen sich tierisch auf Zoo. Ja, das sind wieder monatliche Kosten. Lasst uns erstmal sparen, Freunde. Lasst uns erstmal sparen. Ja. Aber wartet mal, hier können wir dann ja auch die Hochbahn tatsächlich so hier hinziehen. Na? Weil wir müssen sie ja auch ja, rund kriegen, die Hochbahn. Ne? So ist ja nicht. So. Genau so, guckt euch das mal an. Ja, obwohl. Obwohl. Lasst das mal. Wir müssen die ja auch irgendwie im Kreis gedreht kriegen, die Hochbahn. Weil wir wollen ja auch irgendwann mal über das Wasser hier uns fortbewegen. Mir kommt gerade eine... Ah, wartet mal, ich habe hier eine andere Idee. Macht das mal so. Dann können wir hier noch eine Station hinbauen. U-Bahn-Station. So. Genau, Freunde. Genau, weil können wir die nämlich tatsächlich miteinander verbinden. So, genau. Ha, schaut euch das an. Und dann hier, zack. Ah, verdammt. Ey. So, alles klar. Genau so. Dann können wir hier weitere Gebiete. Ja, obwohl. Das sind jetzt 2x2, ne? Nein, wartet. 2x2 ist zu klein. Ist einfach so. Das ist auch die letzte Aktion in diesem Video. 4. So. Genau, dann haben wir hier 4x4. Genau so. Genau. Und dann haben wir hier vorne das. Können wir das so. Und dann so verbinden, wenn es geht. Genau so. Ganz genau, dann können wir hier nämlich weitere Gewerbegebiete aufbauen und dann hier unten die Station. Hochbahnstation. So, genau.
Finde ich blöd, dass die das immer abschneiden. Aber gut. Gut, Freunde. Dann, in dem Fall, würde ich einfach mal sagen, machen wir hier dann beim nächsten Mal weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Das ist jetzt gerne weiter, den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.